Wenn der Ortskern von Werfen eine Fußgängerzone ist, die Werksmusikkapelle Tennek aufspielt und dazu noch an die 40 Stände mitten im Ort stehen, dann ist Jakobimarkt. Für große und kleinere kirchliche Feste fertigt der Salzburger Walter Gastenauer Klosterarbeiten an. Seit 7 Jahren ist die Arbeit mit Nadeln und winzigen Ornamenten seine große Leidenschaft. In den Kursen ist er stets der einzige Mann. Weil einfach die Fingerfertigkeit eine große Rolle spielt. Du musst dann wieder dann Perlen auffallen. Du musst dann nachher das alles zusammen dran, dass du Pringel kriegst und alles. Und das ist das, was mich dabei fasziniert. Ich meine, ich werde alle wieder für die Damen bewundert, dass ich das so kann, aber ich kann es halt. Der heilige Jakobus ist der Patron der Pfarrkirche Werfen. Sein Gedenktag ist der 25. Juli. Immer am Samstag davor veranstaltet der Tourismusverband den Jakobimarkt mit vielen regionalen Künstlerinnen und Künstlern und Handwerkerinnen und Handwerkern. Die Organisation vom Tourismusverband steckt natürlich dahinter. Man muss einige Tage um ein Dumm telefonieren, das alles genau ausmessen, wer wie viel Platz beim Stand braucht, wer braucht einen Strom. Und das muss dann natürlich auch mit den Gebäuden der Eigentümer wieder abgeklärt werden, dass man für ein paar kW stecken darf. Walter Haslauer ist Jäger aus Elsbeten. Die Geweihe der Rehe verarbeitet er zu bierzelttauglichen Kugelschreibern als Ersatz für Trachtenmesser. Findet er mehrere ähnliche Geweihe, fertigt er daraus ein Gläserset. Die einzelnen sogenannten Krickerln müssen dabei in Form und Farbe zusammenpassen. Das Glas wird einmal auseinandergeschnitten mit der Diamantsack. Dann wird da durchgebohrt nach dem Glasmaß. Dann wird das zusammengesteckt und wird eingeklebt. Und das muss aber alles passen. Da darf nicht ein Glas ein Millimeter höher sein und dann das niedere, weil dann hat das kein Bild mehr. Das ist halt ein bisschen eine genauere Arbeit, aber eine schöne Arbeit. Am Jakobimarkt stellen sich auch regionale Vereine und Organisationen vor. Ja, der Jakobimarkt hat eigentlich eine total gute Bedeutung für uns. Es ist einmal Patrozinium von der Pfarre Werfen. Und ist auch in unserem Wappen vertreten. Jetzt waren wir noch zuerst beim Standl von der Jägerschaft. Da haben wir natürlich der Fuchs gut gefallen und der Birka. Das ist nicht so ein Kirchtag, wie er im Sinne so ist, wie es woanders ist, sondern ein besonderer. Der heilige Jakobus wird unter anderem um gutes Wetter angerufen. Und wer weiß, vielleicht hält der heilige Jakobus an diesem Tag wirklich seine schützende Hand über Werfen.